eigene Währung in Händen halten. Zum 60-Jahr-Jubiläum hat sich das Werkschulheim Felbertal diesen Wunsch selbst erfüllt. Vier Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen haben den sogenannten Felbertaler eigens entworfen und zusammen mit ihren Lehrern eine Münzprägemaschine gebaut. Wir haben also versucht, intern ein Geld aufzutreiben, und was liegt näher, als wir für die 60 Jahre Altfelbertaler einen Felbertaler zu kreieren. Also als Münzpräger haben wir keine Erfahrung, für uns war es dann eine Herausforderung, und das suchen wir immer wieder, dass wir Projekte, Ideen haben, die wir auch umsetzen können, und die Handwerksmeister und die Schüler waren sehr schnell für diese Idee zu begeistern, haben dann erste Überlegungen angestellt, und wie wir dann gewusst haben, es könnte funktionieren, haben wir uns entschieden, das machen wir, weil es auch für die Absolventen unserer Schule, die kommen, eine Erinnerungsstück ist an dieses Fest. Und ich habe die Münzstempel eben gefräst und designt, also die Münze designt, und den Aufbau dann begonnen und fertiggestellt leider. Mein Auftrag war einfach das Fixieren von den pneumatischen Teilen an der Maschine, dass das alles hält und auch dass wir die 15.000 Stück da machen haben können. Und danach war dann mein Auftrag, dass ich anfangen zum Produzieren, also Massenproduktion eigentlich. Das Projekt war eigentlich relativ kurzfristig angesetzt, zumindest was jetzt meinen Teil betrifft. Wir haben dafür also ein Zeitlimit dann gekriegt. Wir haben gemeint, wir haben noch eine Woche oder so und wollten das eigentlich im Fachkundeunterricht bzw. im Fachunterricht oben machen. Nur haben wir dann auf einmal mitbekommen, wir haben eigentlich nur noch 3 Tage, wenn man es genau nimmt. Und haben uns dann eben an einem Nachmittag zusammengesetzt und haben das ganz geschwind zusammengeschrieben, damit das dann noch die letzten 2 Tage überarbeitet werden könnte, falls notwendig. Rund 75 Stunden haben die Schüler an der Konstruktion und Fertigung gearbeitet, mitunter auch ihre Freizeit geopfert. Denn hier ist vor allem Teamfähigkeit, Genauigkeit und Problemlösungskompetenz gefragt. Also wir haben gemeinsam einmal den Rohkern programmiert, den Ablauf, und dann ist eine unvorhergesehene Sache aufgetreten, also ein Schieber ist hängen geblieben, und da hat der Schüler, der Florian Grünbrand, selbstständig einen Sensor eingebaut und die Software dafür programmiert. Also habe ich gar nichts dazu tun müssen. Also so wie es in der Firma eigentlich auch sein soll. Und das freut mich natürlich sehr. Angreifen und sogar erwerben kann man diese Münze spätestens am 1. Juni bei der Jubiläumsfeier. Bis dahin müssen insgesamt 15.000 Felbertaler fertig bereitstehen, damit die Besucher ihr Erinnerungsstück mit nach Hause nehmen können, mit der Gewissheit, dass zumindest dieser Taler für die nächsten 60 Jahre erhalten bleibt.